Wer Trainer ist, möchte jemand wie ihn immer gerne im Team haben. Immer 100% vorangehen, an die eigene Chance glauben, Verantwortung übernehmen, auch auf die Gefahr hin, dass es einmal schief geht. Er ist so einer, Basketballprofi Bastian Dort. Der Nürnberger hat schon gespielt für Bayern München Basketball, für die Adelaide Dragons in Quakenbrück, für die deutsche Basketballnationalmannschaft. Und seit 2015 ist er bei Medi Bayreuth. Dort im Team von Head Coach Raul Korner ist er auch Kapitän. Mit mir hat er hier ganz offen und persönlich über seine Erfahrungen in der Corona-Krise gesprochen, wie er die letzten beiden Monate wahrgenommen hat, den Liga-Shutdown. Er spricht mit mir auch darüber, was er über das Basketball-Endturnier in München denkt und was er über die Zukunft des Basketballs in Bayreuth glaubt. Spannende Sache. Ja, Basti, ich freue mich, dass du dabei sein kannst, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen auf meinem YouTube-Kanal. Erste Frage natürlich, wie geht's dir? Ist dieses Virus hoffentlich, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war, glaube ich, das Bayern-München-Spiel in der Oberfrankenhalle. Ich hoffe, dieses Virus hat um dich und um deine Familie einen großen Bogen gemacht. Ja, mir geht es erstmal gut, der Familie geht es auch gut. Musste ich gleich mal verbessern. Beim FC Bayern-Spiel haben wir uns nicht gesehen, da lag ich krank im Bett. Stimmt, richtig. Aber ja, irgendwann um den Zeitraum haben wir uns das letzte Mal, glaube ich, gesehen. Jetzt auch schon ein Weilchen her. Ja, uns geht's gut. Aber es wäre schön, wenn man jetzt bald mal wieder irgendwie auch das machen könnte, worauf man Bock hat. Und du hast völlig recht, da möchte ich nochmal kurz drauf zurückkommen, da war Andi Seifert für dich Kapitän bei dem Bayern-Spiel und als der Hallensprecher Christian Hörer das durchgesagt hat, habe ich mir auch kurz Sorgen gemacht, weil da war dieses Corona-Ding schon virulent im wahrsten Sinne des Wortes und da habe ich mir gedacht, oh, hoffentlich hat es ihn nicht erwischt, also dich hat es nicht erwischt, das war eine Darmgrippe, glaube ich, damals, ne? Ja, wobei ich weiß nicht genau, ob es mich erwischt hat, weil also von den Symptomen, was ich hatte, hatte ich so eine kleine Lebensmittelvergiftung, habe was Falsches gegessen. Mir ging es echt 1-2 Tage dreckig. Danach war es wieder völlig normal. Allerdings, ja, ich wurde jetzt nicht getestet oder so, ne? Das war, ja, in dem Zeitpunkt war das noch so ein bisschen, ja, Corona gibt's, aber es war noch nicht so aktuell, würde ich mal sagen. Wir konnten ja dann ein paar Tage später auch noch dieses Geisterspiel gegen Cluj spielen und erst danach wurde ja die ganze Sache dann abgeblasen. Dann kann ich ein Stück weit was vorziehen, nämlich diese Geisterspiel-Thematik. Du hast Erfahrung damit jetzt plötzlich. Das war, ich nehme an, außer Training oder Testspiel, dein erstes Geisterspiel. Wie ist das, wenn man in der Halle aufläuft? Den Profis Fußball wird es jetzt so gehen oder ist schon so gegangen. Ohne Zuschauer, ohne Support, ohne Fans, ohne Kulisse. Was findest du da für Worte dafür? Ja, es ist eine ganz komische Veranstaltung. Auch eigentlich ein komplett, also man braucht auch ein komplett anderes Mindset dafür, weil in der Regel man solche Spiele nur hat in der Vorbereitung, wo es um nichts geht, sage ich mal. Bei uns war es ja wirklich auch ein Do-or-Die-Spiel. Und du musst da halt schauen, dass du als Mannschaft komplett deine eigene Energie entwickelst. Du kannst dir halt nicht von den Zuschauerrängen die Energie holen. Und das ja, bedarf schon ja, an großer mentaler Stärke auch, die man in der Mannschaft haben muss. Und da muss jeder Einzelne auch für sich seinen eigenen Weg finden, sich da komplett zu fokussieren. Ich glaube, es ist noch wichtiger, dass man komplett in diesen Tunnel reinkommt, sich gut vorbereitet, auch auf so ein Spiel, dass man auch ja, höchst konzentriert bei der Sache ist, weil sonst kann es auch ganz schnell zu so einer Larifari-Angelegenheit werden und dann steigt natürlich für jeden Einzelnen auch das Verletzungsrisiko. Ich komme nachher nochmal auf diese Thematik zurück mit diesen Geisterspielen, denn eben im Fußball ist es aktuell. Eine Frage trotzdem noch dazu, in einem Spiel unter normalen Bedingungen mit Kulisse, auf der trainerabgewandten Seite, da hörst du den nicht, wenn er während des Spielzugs ruft. Aber bei so einem Geisterspiel hörst du ihn. Das sind ja wirklich komplett unterschiedliche Dimensionen. Ja, absolut. Du, im Endeffekt hörst du alles, was da in der Halle passiert. Es war ganz witzig.
Unsere Führungsriege war ja da beim Spiel auch noch am Start. Die haben sich dann zum Aufwärmen erstmal schön einen Kasten Bier und Pizza dahin bestellt. Das bekommst du alles mit, was du so halt gar nicht, da hast du gar kein Auge für normalerweise. Und das ist schon extrem. Das wird jetzt natürlich, denke ich, nicht die Regel sein, aber wie du schon sagst, du bekommst von der gegnerischen Mannschaft alles komplett mit. Mhm. Das ist schon echt eine komische Sache. Zeit für eigene Erfahrungen auf jeden Fall, in einer ganz komischen Zeit irgendwie. Vielleicht können wir da später auch nochmal drüber reden, wie du dich da fühlst in dieser Zeit. Grundsätzlich erstmal nochmal zusammengefasst, das Basketball-Saison-Geschehen bis zu Platz 10 ist zu Ende sozusagen. Die Saison ist zu Ende und jetzt gibt es dieses Turnier in München, soll es stattfinden. Die Mannschaft spielt in so einem Turniermodus dann 3 Wochen lang, glaube ich, den Meister aus, sind da sozusagen 3 Wochen lang unter einem Dach, unter einem Hotel, unter einem Hallendach. Grundsätzlich, wie findest du diese Entscheidung der Liga, die Saison so zu Ende zu bringen? Ich finde es absolut richtig, dass man alles in Erwägung zieht, um schrittweise in die Normalität zurückzukehren. Und da gehört es eben auch dazu, dass der Profisport irgendwie wieder anfängt zu spielen. Allerdings finde ich es ganz wichtig, dass die passenden Rahmenbedingungen für alle Beteiligten dabei gefunden werden. Und da habe ich am Anfang erhebliche Zweifel dran gehabt. Mittlerweile, ich habe immer noch große Zweifel, aber mittlerweile wurden auch viele offene Fragen schon beantwortet, noch nicht alle. Es stand am Anfang da im Raum, dass die Spieler irgendwie 4 Wochen in Isolation leben müssen. Jetzt schaut es so aus, dass in der Vorbereitung auf dieses Turnier die Spieler ganz normale zu Hause wohnen können, in ihren Standorten trainieren und nur dann getestet werden praktisch und dann in dieses Hotel einziehen und dann für die Dauer dieses Turniers besteht dann praktisch so eine eigene Welt zwischen Hotel, Spielhalle und Trainingshalle. Es wurde auch immer davon geredet, dass die Spieler da drin wie eingesperrt sind, nicht rauskommen. Das stimmt aber auch nicht. Also die Spieler können das Hotel verlassen. Haben aber auch eine große Eigenverantwortung. Es ist eigentlich untersagt, Kontakt außerhalb dieses Rahmens zu haben, weil eben sonst das Infektionsrisiko da ist und so viel eben auch nicht getestet werden kann. Es soll, glaube ich, 2x die Woche jeder Spieler getestet werden. Mhm. Also ich glaube, dass von diesem Virus-Standpunkt ist es eine sehr sichere Sache. Vielleicht sogar sicherer wie beim Fußball. Weil, hat man ja mitbekommen, die Fußballer wohnen ja zu Hause und so weiter, fahren überall mit dem eigenen PKW hin und so weiter. Ich glaube, das ist schon ein anderes Risiko. Aber ich glaube, vom Corona-Standpunkt ist es safe. Da geht es halt darum, ist es erstmal reizvoll für den Spieler, 3 Wochen eingesperrt oder in Anführungszeichen eingesperrt zu sein, die Familie nicht zu sehen. Ich glaube, es ist, man kann es den Spielern zumuten. Mich stört ein bisschen an der ganzen Sache, dass die Spieler wenig bis gar nicht einbezogen wurden in diese ganze Diskussion. Das fängt jetzt erst langsam an. Da mussten aber wir Spieler, ich beziehe mich da auch mit ein, weil ich der Kontaktmann der Spieler zu der Liga praktisch bin. Weil ich auch vom DBB Athletensprecher bin und das Ganze versuche so ein bisschen zu koordinieren, weil ich eben auch so einen Standpunkt von außen habe, weil ich nicht mitspielen muss. Und es ist ein bisschen schade, dass erst jetzt die Spieler mit einbezogen werden, aber in der Tat wollen die Spieler auch spielen, die wollen auch natürlich den Vereinen und der Liga helfen. Keiner will, dass irgendwie der Basketball da noch größere Schäden irgendwie mit sich tragen muss. Und ein gewisses
Paradoxon kann man aber nicht auflösen. Das gilt für Fußball, für Basketball, egal für welche Sportart, die teambezogen ist. Du kannst dir in Konzepten ganz viel Sicherheitsmaßnahmen geben, Hygienemaßnahmen, aber am Ende stehst du auf dem Feld und bist beim 1 gegen 1 auf 2 Zentimeter oder auf Haut an Haut zusammen. Da ist natürlich oder bleibt definitiv ein Risiko da. Ja, definitiv bleibt ein Risiko. Allerdings, wie gesagt, ich glaube, das ist sehr, sehr minimal, da bevor sie starten, getestet werden die ganze Zeit, dann kommen sie ins Hotel, sind praktisch in diesem sicheren Kreislauf. Aber wie gesagt, man kann das nie ausschließen. Man kann auch nicht ausschließen, dass ein Spieler aus dem Hotel rausgeht und sich mit irgendeiner Perle trifft. Also weiß man alles nicht. Das Risiko ist auf jeden Fall da. Das Problem, ich meine, das ist in der gesamten Bevölkerung ja da. Das Problem bei den Sportlern ist einfach, dass auch noch nicht erforscht ist, inwieweit, wenn man diesen Virus in sich trägt und dann Leistungssport betreibt, das Langzeitschäden mit sich führen kann. Weil es gibt genügend Mediziner, die sagen, dass der Virus dann weiter in die Lunge rutscht und dann dadurch schlimmere Folgen in der Zukunft haben könnte. Im Moment schaut es eben so aus, dass die Spieler dieses Risiko in Kauf nehmen müssen. Und deswegen hoffe ich auch und kommuniziere ich auch mit den Spielern so, dass wenn dieses Turnier stattfindet, dass dann jeder für sich selber schon schauen muss, dass er auch möglichst safe bleibt, um da kein Risiko einzugehen. Findest du vielleicht abschließend zu diesem Turnier noch die Frage, ein Spieler individuell sollte die Möglichkeit haben zu sagen, nein, ich möchte nicht. Es gab zum Beispiel im Fußball neben Subotic, der wirklich auch seine Bedenken geäußert hat, seine persönliche Furcht auch, jetzt ist mir der Kopfhörer rausgefallen, macht aber nichts, stecke ich wieder rein. Oder sagst du, okay, dafür sind wir Profis, dafür haben wir Verträge. Wie siehst du das? Das ist ganz interessant, weil ich glaube ja wirklich, Subotic so mit der einzige Fußballer war, von dem hört man häufiger mal kritische Stimmen, was ich ganz gut finde. Ich finde, dass es absolut den Spielern überlassen bleiben sollte. Du hast ja eben nur dieses Problem, selbst wenn die Vereine das kommunizieren, so ey, okay, wir lassen es euch frei. Aber wenn du nicht spielst, dann schaut es für den Vertrag nächstes Jahr schlechter aus. Ne? Also da werden so indirekt, glaube ich, schon auch die Spieler ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber es gibt auch im Basketball viele Spieler, sagen die, gerade die Amerikaner, nee, sie kommen nicht zurück. Ja. Scheiß auf diesen einen Monat. Das ist es mir nicht wert. Kann ich absolut verstehen. Aber ich finde es auch klasse, wenn Spieler sagen, nee, ich will da spielen. Ich bin zwar nicht 100% von der ganzen Sache überzeugt, aber im Endeffekt profitiert die ganze Liga von den Spielern, die jetzt spielen. Und deswegen will ich mich auch dafür einsetzen, dass eben auch diese Spieler die größtmögliche Sicherheit und auch ein Stück weit Komfort während der ganzen Sache genießen können. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Liga, glaube ich, da auch schon, was das Stichwort Komfort in einem Hotel und so angeht, schon einiges versucht. Und das finde ich aber auch notwendig. Deswegen glaube ich, dass das auch echt okay stattfinden wird. Jetzt haben wir diesen Themenbereich vorgezogen. Fangen wir nochmal 2 Schritte vorher an oder 3 nach diesem Bayern-Spiel und dann das Geisterspiel im Europe Cup. Da wurden wir alle von den Dingen überrollt. Plötzlich war Ende. Ja? Es waren 2-3 Tage vorher noch Diskussionen, ja, und dann kann man vielleicht mit so und so viel zuschauen und so und so viel. Und dann war plötzlich gar nichts mehr. Es war einfach zu Ende. Versuch nochmal darzustellen, wie war für dich diese Lage nach diesem Spiel im Europe Cup? War das genauso wie für uns Beobachter, dass ihr letztendlich genauso von den Dingen überrollt wurdet, wie wir außen auch? Ja, absolut. Es ist ja immer noch dieses Thema, jetzt 8 Wochen danach, dass die Informationslage total unübersichtlich ist. Ja? Jeder meint ja, irgendwas zu wissen, irgendwas zu kennen. Und 10 Minuten später ist es schon wieder komplett anders.
Und das war damals auch so. Man hat irgendwelche Infos von seinem Berater bekommen, ja, das Spiel gegen Cluj findet gar nicht mehr statt. Aber der Verein hat gesagt, doch, doch, das findet auf jeden Fall noch statt. Danach ist erst Schluss. Also man war echt so, okay, jetzt kann irgendwie alles passieren. Ne? Aber als es dann wirklich so war, ich glaube, wir haben das Cluj-Spiel gespielt ohne Zuschauer und einen Tag später hatten wir Training. Und da war dann klar, jetzt wird erstmal pausiert. Und das war brutal, weil im Endeffekt musste man ja stichweit irgendwie weiter trainieren, um sich fit zu halten. Wer weiß, vielleicht ist das ganze Coronavirus doch nicht so schlimm. Vielleicht geht es in 1-2 Wochen wieder los. Aber man hat schon irgendwie dann ein Gefühl dafür bekommen, ey, ist vielleicht doch schlimmer. Und ganz krass war halt, dass auf einmal dann ja, auch die Amis weg waren, weil sie natürlich verständlicherweise nach Hause wollten. Und da hat man schon gecheckt, okay, das wird jetzt erstmal länger dauern. Und 8 Wochen später sitzen wir immer noch hier. Und wissen noch nicht viel mehr, außer dass es ein Turnier geben soll. Aber zum Beispiel im Hinblick auf die nächste Saison sind ganz viele Fragezeichen da. Kann es wieder losgehen? Wann kann es wieder losgehen? Mit welchen Vereinen kann es wieder losgehen? Das ist eine ganz eigene Thematik. Was euer Training betrifft, was dein Training betrifft, viele verfolgen ja euch Spieler in den sozialen Medien, Instagram und so weiter. Da wird ganz fleißig gepostet, Übungen mit der Black Roll, Fitnessübungen und so weiter. Also ihr macht was. Und ich habe ein Interview gehabt hier auf diesem Kanal mit einem Sportphysiotherapeuten, der beim Club gearbeitet hat. Der hat gesagt, man kann sich im Endeffekt relativ problemlos von zu Hause aus fit halten, mit Jogging, mit diesen Kraftübungen, Stabiübungen, was natürlich fehlt. Ist das Sportartimmanente auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sagt er, ist die psychische Komponente relativ groß, weil man ja aus seinem komplett normalen Umfeld rausgerissen wird. Kein Mannschaftstraining mehr, sozusagen kein Social Life mehr im Team, alles von zu Hause. Ja? Welches war für dich der bedeutendste Faktor? Dieser soziale Faktor, dieses rausgerissen sein oder einfach nicht mehr so trainieren zu können, wie man es gewohnt ist? Was war für dich das Schwerwiegendere? Definitiv schon auch der mentale Faktor, weil, wie du schon angesprochen hast, man kann schon relativ viel von zu Hause machen. Wie uns wurde jetzt auch vom Verein, wurden uns Gewichte mit nach Hause gegeben, also Krafttraining kann man von zu Hause echt gut machen. Man kann laufen gehen, man kann Fahrrad fahren, also man kann sich schon extrem gut fit halten, bedeutet aber auch eine Menge Selbstdisziplin, da weiß ich auch nicht, ist auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Ja. Es gibt genügend Spieler, die sagen, ich hasse Joggen, ich hasse Krafttraining, ich will einfach nur Basketball spielen. Die sind nach 8 Wochen, haben sie halt 20 Kilo mehr. Ja. Das erlebt man immer wieder. Wenn man in die Sommerpause geht, sind sie fit. Und wenn sie dann wieder rauskommen aus der Sommerpause, brauchen sie erst wieder 4 Wochen, um klarzukommen. Deswegen finde ich es ja auch so bedenklich, dass die Spieler in Anführungszeichen relativ kurze Vorbereitungszeit auf das Turnier haben, beziehungsweise die Mannschaften unterschiedlich viel, weil München zum Beispiel hat komplett durchtrainiert, andere Mannschaften haben gar nicht trainiert bis jetzt, ja, und da ist halt immer die Sache, ne, langen dir 2 Wochen im Mannschaftstraining, um dann innerhalb von 2-3 Wochen 10 Spiele zu spielen, das ist halt extrem hohe Belastung, ja. Aber ich sehe auch, der mentale Faktor für mich war das Krasse am Anfang, keinen geregelten Tagesablauf zu haben. Ja. Na klar, meine Kids wecken mich auf, aber ich musste sie dann nicht in die Kita bringen. Also im Endeffekt war der Tag offen. Ich habe dann Gott sei Dank schnell von einem Athletiktrainer das Angebot bekommen, bei so einem Zoom-Workout jeden Morgen um 9.30 Uhr mitzumachen. Das weiß ich, hatte schon mal so einen ersten Anhaltspunkt. Ja, und das war extrem wichtig für mich. Und ich glaube aber auch, dass man auch nicht unterschätzen darf, wie die Situation ist. Bist du jetzt Single, sitzt alleine zu Hause, darfst niemanden treffen. Brutal stressig für den Kopf auch. Ja. Gerade wenn du keinen Sport machen kannst, wo du dich dann auspowern kannst, deine Teamkollegen sehen kannst. Bist du in deiner Heimatstadt, kannst du deine Eltern sehen und so weiter. Das sind also Dinge. Oder hast du, wie ich, Kinder, vielleicht hast du noch mehr Kinder, die nicht in die Kita können. Ey, ich bin am Abend
fertiger als nach einem kompletten Trainingstag, weil ich das eine ganz andere Belastung ist, die Kinder den ganzen Tag zu bespaßen, ja, und da ja, lernt man das auch echt mal wertschätzen, was so die ganzen Mütter auf die Reihe bekommen, die vielleicht sogar nebenbei noch arbeiten gehen und so weiter, also das ist ein brutaler Job. Und ja, hatte ich auch die Diskussion mit der Liga, ja, ihr konntet ja jetzt eure Bewegchen auskurieren und so weiter, ihr hattet jetzt in Anführungszeichen frei. Mit keinem Spieler, mit dem ich gesprochen habe, hat die jetzige Zeit als frei empfunden. Man hatte zwar nicht den gewohnten Alltag, man musste sich aber fit halten, aber das war kein frei, dass ich 2 Wochen auf die Malediven fliege und jeden Tag die Hucke voll sau, sondern es war einfach ja, in Anführungszeichen zu Hause eingesperrt sein mit ein paar Möglichkeiten der sportlichen Aktivität. Und jetzt sollen die Spieler den kompletten Juni eigentlich durchspielen. Und wenn dann die neue Saison geplant wieder beginnt, hat man dann einen Monat praktisch den Juli, manche Spieler vielleicht sogar gar nicht, weil die Euroleague da eventuell spielt. Und dann eventuell beginnt im August schon wieder die neue Vorbereitung. Ist einfach, glaube ich, für den Kopf, kommt erst später, so Ende des Jahres, wenn das alles so läuft, glaube ich, kommt Ende des Jahres echt ein bisschen was auf uns zu, wo dann die Spieler anfangen, mental echt zu strugglen, und dann kommen, glaube ich, auch die Verletzungen. Da habe ich so ein bisschen meine Bedenken. Da muss sich auch jeder Verein, finde ich, auch ein bisschen überlegen, wie er da vorsorgt und wie er da mit seinen Spielern umgeht. Wird spannend, ne? Ja, definitiv. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie du damit klarkommst, generell mit dieser ganzen Corona-Geschichte, was da los war in dieser Zeit, aber du hast es jetzt schon alles erzählt und ich höre durch, so einfach war das nicht. Also man kann sagen, okay, man gewöhnt sich auch an alles ein Stück weit, ja, man groovt sich rein, aber wie du sagst, es war jetzt nicht irgendwie so geschenkte Freizeit, wo man sagt, yippie, sondern das war schon auch ein Lerneffekt und nicht ganz einfach. Ja, vor allem du musst dich halt in eine komplett neue Lebenslage, du musst dich in so eine neue Lage reinversetzen irgendwie. Du musst auch erstmal, dann gibt es ja auch noch die Ungewissheit. Viele Spieler, ich Gott sei Dank jetzt nicht, aber haben nächstes Jahr keinen Vertrag. Wie geht es da finanziell weiter? Das haben natürlich Sportler genau die gleichen Sorgen wie normal arbeitende Leute, gerade wenn man jetzt nicht, sage ich mal, im Millionenzirkus irgendwie rumtanzt, dann kann man das, denke ich, schon ein bisschen lockerer sehen. Aber du weißt es ja selber, Eishockey, Handball, Basketball, gerade bei den Standorten, von denen du berichtest, ist jetzt nicht die Megakohle unterwegs. Und da macht man sich natürlich Gedanken, weil du kennst mich, ich liebe Bayreuth und ich liebe den Standort und ich will denen für immer treu bleiben. Aber was passiert, wenn der Verein pleite geht? Also es sind alles so Geschichten, die schwirren einem im Kopf rum und geschuldet dieser undurchsichtbaren Informationslage kriegt man von irgendwo irgendwelche Spekulationen und die schwirren dann einem im Kopf rum, aber das ist nichts Fixes. Ich kann auch sagen, dass da doch die ein oder andere zumindest halb schlaflose Nacht dabei war, wo man sich einfach Gedanken macht. Das kann ich verstehen. Keine leichte Situation bei mir als Beispiel, eben wie du sagst. Ich berichte sehr, sehr viel über Sport, beinahe ausschließlich. Und letztendlich sind das ähnliche Probleme, nur eben aus der berichtenden Seite. Ja, viele Unsicherheiten. Insofern volles Verständnis. Wie ist im Moment das Commitment in Bayreuth? Gibt es sozusagen einen Termin, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt erstmal, da treffen wir uns wieder? Oder ist das völlig offen im Moment? Im Moment ist es völlig offen. Fakt ist ja auch, dass bis auf Raul Corners, ich glaube, Lukas Meissner hat auch noch Vertrag mit Option und ich sind die einzigen, die fix sind für nächstes Jahr. Und sonst ist alles offen. Und der Verein man hat Kontakt mit dem Verein, aber der Verein hat auch darum gebeten. Man kann jetzt noch nicht viel sagen. Die müssen natürlich auch abwarten, versuchen mit Sponsoren zu kommunizieren.
Allerdings müssen die Sponsoren natürlich auch abwarten, wie krass die Krise dort einschlägt. Und deswegen komplette Ungewissheit. Mhm. Aber ja, ich hoffe, also so wie ich die Bayreuther kenne und auch die Sponsoren kennengelernt habe, denke ich, die wollen, dass der Basketball in Bayreuth weitergeht. Und sicherlich wird es Einschränkungen geben, wird auch weniger Geld da sein. Das ist aber überall wahrscheinlich so. Mhm. Und damit muss man einfach umgehen. Mhm. Und ja, hoffen und da dafür arbeiten, dass ja, man möglichst schnell eben auch wieder nach, ja, sage ich mal, auf besseres Niveau wiederkommt. Ne? Mhm. Ja, viele Fragezeichen, ganz einfach, viel Spekulation, das machen wir auch nicht an dieser Stelle, du hast von den Unsicherheiten berichtet. Wenn du mich fragst, was ich denke, ich glaube zum Beispiel, dass in diesem Jahr keine Spiele mehr mit Publikum stattfinden werden, unabhängig davon jetzt, ob und wann wieder angefangen wird, eine neue Saison, aber ich glaube, mit Hallenpublikum oder Stadienpublikum, glaube ich, wird es in diesem Jahr nichts mehr werden. Sportdirektor einer Fußballmannschaft hat gesagt, es entscheidet alles der Virologe. Das finde ich auch einen schönen Satz, ja, den man ein Stück weit so sicher auch unterschreiben kann. Also da wird noch viel passieren und das wird auf eine vielleicht auch nicht ganz angenehme Art und Weise spannend werden. Ja, wäre schöner, wir könnten alle sagen, so im August ist dieses Ding vorbei und wir fangen wieder an. Aber ganz so, fürchte ich, wird es nicht kommen, es sei denn, es ist ein Impfstoff bis dahin da. Ja, ich glaube auch, dass höchstens mit ganz limitierten Zuschauern Spiele stattfinden können. Aber ich glaube auch erst, dass im Januar, ich habe auch irgendwo gehört, jetzt mal wieder beim Spekulieren, dass im Dezember, aber man weiß es eben nie, aber jedes Spiel natürlich, was mit Publikum stattfinden kann, ist natürlich, wäre hilfreich. Allerdings glaube ich, dass schon die Mannschaften damit planen, einen größeren Teil der Saison ohne Zuschauer oder mit limitierten Anzahl der Zuschauern stattfinden zu lassen. Und wichtig ist einfach, dass es auch für jeden einzelnen Verein das Richtige ist und da muss auch Rücksicht genommen werden, weil im Endeffekt hilft es keinem, wenn dann Vereinssterben irgendwie stattfindet. Mhm. Und ich bin auch mal gespannt, wann die Bundesregierung oder ob es wie eine Art Rettungsschirm auch für den Sport gibt. Weil heute wurde ja der Rettungsschirm, sag ich mal, für die Kunsttreibenden irgendwie, oder ich glaube auch die Journalisten sind auch die freischaffenden Journalisten, sind, glaube ich, auch dabei. Richtig. Neu festgelegt und ich bin mal gespannt, ob es sowas auch in die Richtung des Sports gibt. Da ist im Breitensport schaut es wahrscheinlich noch viel schlimmer aus, wie jetzt im Profisport. Und viele denken auch immer, wenn sie Sport hören, Fußball und wie du vorhin gesagt hast, Millionenbusiness. Aber das ist ja so nicht richtig, denn wenn man schon einen Schritt weiter runterschaut, eben in die Bundesligen, in den Sportarten 2 und 3 und 4, also sprich Handball, Basketball, Eishockey, da geht es sofort ans Eingemachte. Also da, wo man quasi den Fußball-Profi-Clubs noch so 2, 3, 4 Monate so einräumt oder die auch selber von sich sagen, da kommen wir klar, das geht ja in euren Sportarten von heute auf morgen, direkt wenn die Zuschauereinnahmen wegfallen, weil das definitiv bei euch einen viel größeren Teil im Jahresetat ausmacht. Im Fußball ist der Teil nicht verschwindend gering, aber er ist schon sehr gering. Das hat seine Vorteile, wenn man nicht von Zuschauereinnahmen abhängig ist. Aber kann auch Nachteile haben, ist ein anderes Thema. Ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Müssen wir abwarten. Ne? Also die Nachrichtenlage ändert sich nicht mehr ganz so schnell wie noch vor 2 Monaten, aber sie wird sich noch ändern und das müssen wir ein Stück weit abwarten. Am Ende möchte ich noch ein bisschen zu dir kommen. Hast du zum Beispiel auch Kontakt zu Sportlern anderer Sportarten? Ich weiß, in den Fußball geht dein Herz auch rein, ja. Aber vielleicht auch zu Einzelsportlern, zu Tennissportlern, Triathleten. Hast du da Connection? Weißt du, wie es denen geht? Ich in diesem Zoom-Workout, was ich jeden Morgen habe, da sind unterschiedliche Sportler drin, Handballer, Eishockeyspieler, Volleyballer. Die fangen jetzt
schon langsam auch wieder an mit dem Training. Da scheint es wohl ja ähnlich wie im Basketball zu sein, dass die Trainingsmöglichkeiten jetzt wieder geöffnet werden, vor allem an den Olympiastützpunkten. Und sicherlich ist es von Vorteil, wenn man jetzt gerade ein Einzelsportler ist, was zumindest den, wie soll ich sagen, den Trainingsbetrieb angeht. Andererseits sind die ja natürlich auch brutal betroffen von Startgeldern, Bonus, wenn man irgendwas gewinnt. Und wenn die ganzen Sachen gar nicht stattfinden können, dieses Jahr wäre Olympia gewesen. Ja, richtig. Wie viele Leichtathleten haben irgendwelche Sponsoring-Verträge, wo es erst Geld gibt, wenn man es zu Olympia schafft? Das fällt alles erstmal weg und wer weiß, ob nächstes Jahr Olympia stattfindet. Mhm. Und die haben natürlich ganz andere Probleme, weil sie eben keinen festen Arbeitsvertrag irgendwo haben. Mhm. Und das läuft alles über Prämien und ich glaube, die trifft schon sehr hart. Ich bin froh, dass es da für solche Sportler die Deutsche Sporthilfe gibt, die da schon für Entlastung sorgt. Aber sicherlich brauchen die jetzt auch so schnell wie möglich wieder Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und wenn das nicht möglich ist, dann vielleicht auch, ja, wie ich schon angesprochen habe, irgendwie einen politischen Rettungsschirm für solche Sportler. Denn im Endeffekt, wenn Olympia ansteht, verlangt die ganze Öffentlichkeit und dass irgendwie Medaillen reingeschafft werden. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann wird gleich kritisiert. Ja, gut. Aber um viel zu trainieren und eben nebenbei keiner Arbeit nachgehen zu müssen, muss eben auch entsprechend ein bisschen Kohle fließen. Und wenn das nicht geschieht, dann kann man auch nicht erwarten, dass irgendwie Deutschland eine Sportnation wird. Mhm. Weil das ist sie im Moment definitiv noch nicht. Sie ist absolut eine Fußballnation, aber noch keine Sportnation. Gebe ich dir recht, das stimmt. Es ist ein unfassbar weites Thema, das gerade zu diskutieren ist in dem Bereich. Können wir noch stundenlang drüber sprechen. Und im Moment gibt es von diesen Themen ganz viele, du hast die Künstler angesprochen, Schauspieler, Musiker, auch im Bereich der Wirtschaft haben wir auch angesprochen, aus dem Sponsorenkreis. Also das sind im Moment so viele Themen, die im Zusammenhang mit diesem Thema Corona besprochen werden müssen eigentlich. Hoffen wir, das wird getan von den verantwortlichen Personen. Hast du da persönlich auch Zutrauen nach dem Motto, ja, da wird sich schon drum gekümmert. Also die sehen auch den ganzen Schirm und nicht nur Teile davon. Also die. Ich muss sagen, dass ich es absolut top finde, was die Regierung gerade veranstaltet. Gerade wenn man in den Vergleich mit den anderen Ländern geht, denke ich, dass wir in Deutschland brutal aufgestellt sind. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, dass im Endeffekt keiner in Deutschland vor irgendwas Angst haben muss, weil wir einfach eine Solidargemeinschaft sind. Und da, wenn man das möchte, keiner fallen gelassen wird. Ja? Mhm. Und natürlich wird man fallen, ja, aber man wird nicht komplett abfallen. Also die Regierung sorgt schon dafür, dass man irgendwo aufgefangen wird. Mhm. Und kein großer Markus Söder-Fan, allgemein kein großer CSU-Fan und so weiter. Das ist ja auch bekannt. Mhm. Aber ich finde trotzdem allgemein, was in Deutschland entschieden wird, hervorragend und kann absolut das nicht nachvollziehen, was gerade auf diesen ganzen verrückten Demos, Verschwörungstheoretiker, Schmarrn da los ist. Absolut kein Verständnis dafür, weil im Endeffekt kann man gerade nichts richtig oder falsch, also eigentlich kann man nur nichts richtig entscheiden. Ja? Also es ist ein brutaler Job. Ja. Egal wie es läuft, es wird immer Kritik kommen. Ja? Mhm. Und so was die Zahlen jetzt zeigen und was wir im Moment auch wieder alles machen dürfen, läuft es eigentlich alles absolut richtig ab bei uns. Und deswegen habe ich da großes Vertrauen, dass die Politik auch schrittweise sich um jeden kümmert. Mhm. Und ich habe auch Hoffnung, dass diejenigen, die versuchen, aus dieser Krise Profit zu schlagen oder das irgendwie auszunutzen auf irgendeine Art und Weise, auch gegen diese Leute vorgegangen wird, weil ich finde, das ist ein Unding, dass wenn es Leuten schlecht geht,
andere noch versuchen, auf deren Kosten irgendwie da Profit zu schlagen. Das ist für mich ein absolutes No-Go und ich hoffe auch, dass dieses Thema, wenn denn die Zeit soweit ist, auch verfolgt wird. Ich gebe dir da voll recht, unterstütze alles, was du sagst und ich finde, in dem Zusammenhang ist es auch gut, Meinung zu äußern und das mache ich auch, obwohl immer Journalisten ja objektiv sein sollen. Ja, aber in dem Zusammenhang finde ich eben auch, dass so umsichtig wie möglich hier agiert wurde in diesem Land seit Beginn dieser Krise, dass man da auch mal einen Fehler machen kann, das liegt auf der Hand, das tun wir alle. Aber die aktuellen Zahlen und Verläufe geben den Entscheidern, glaube ich, so weit recht, dass sie da auf einem sehr guten Pfad waren. Und ja, und ich habe da auch Vertrauen. Letzte Frage, jetzt haben wir doch irgendwie nur über Corona gesprochen, aber das ist eben ein bestimmendes Thema im Moment. Letzte Frage, wenn es irgendwas Gutes gibt, das du aus dieser Zeit ziehen kannst, was ist es? Mehr Zeit mit der Familie, du hast gesagt, mehr Respekt vielleicht auch für die Mütter, für die, die wirklich irgendwie daheim sich drum kümmern, dass der Laden läuft. Was ist das Gute vielleicht daraus, dass du aus dieser bisherigen Zeit, sie ist ja offensichtlich noch nicht vorbei, ziehen kannst? Ja, ich meine, ich war gestern, Gott sei Dank konnte ich gestern das erste Mal wieder zum Friseur gehen und da ist mir auch klar geworden, wie man einfach so die kleinen Dinge lernt zu schätzen, ja, ein Friseurbesuch, also wie enorm wichtig der Beruf des Friseurs ist, ja, wie geil es ist oder was das eigentlich für ein Privileg ist, dass wir in Franken so geile Biergärten haben, die Gott sei Dank nächste Woche wieder aufmachen dürfen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man ja für völlig normal mittlerweile eigentlich schon genommen hat. Und ich finde einfach so die Wertschätzung für gewisse Berufe. Natürlich wird in der Öffentlichkeit jetzt viel darüber gesprochen, über die Krankenpfleger, über die Altenpfleger. Fand ich immer schon sensationell, so soziale Berufe, wo ja wirklich wenig Kohle unterwegs ist, dass sich Leute so anderen Schicksalen annehmen, finde ich hervorragend und ich hoffe auch, dass das den Leuten einfach im Gedächtnis bleibt, dass das absolut systemrelevante Berufe sind, die eigentlich die wahren Heroes sind, die den ganzen Laden hier am Leben halten und es sind halt nicht wir Sportler. Das sind auch im Endeffekt ist nicht irgendwie jeder Journalist, sondern es sind halt die, wenn es drauf ankommt, die uns den Arsch retten und das finde ich schon ganz geil und ich hoffe, dass die Leute das irgendwie so ein bisschen, auch wenn das Ganze hoffentlich bald vorbei ist, im Kopf behalten, aber natürlich auch, ich meine, das nützt denen auch nichts, wenn das alle nur applaudieren, sondern da muss vielleicht dann auch einfach mal ein bisschen mehr Gehalt fließen, weil im Endeffekt ist halt leider Gottes unsere Gesellschaft so, dass du wirst nur mehr Krankenpfleger bekommen, wenn auch die Bezahlung anständig ist und das ist halt in unserem System leider so. Basti, was ist da los? Ich muss dir schon wieder recht geben. Kann ich auch nur voll unterschreiben. Also trifft meine Meinung. Aber stellt euer und stellt dein Licht nicht unter den Scheffel. Ihr macht euch oder uns auch viel Freude. Gebt uns die Emotion, die vielleicht im Arbeitsalltag manchmal so ein bisschen flöten geht. Die gebt ihr uns auf der Platte, wenn ihr drauf seid, wenn es eng ist, auch mal bei einer Niederlage, aber vor allem natürlich bei Siegen. Und hoffen wir, dass das irgendwie bald wieder klappt und dass dieser Spuk auch irgendwo vorbeigeht und dass wir am Ende der Seite was Gutes abgewinnen können. Ja, aber Dirk, du darfst dich da ja auch nicht rausnehmen, weil du als Journalist, du gibst ja da erst richtig Feuer rein. Ja, also das ist einfach klasse, sich mit dir nach einem gewonnenen Spiel zu unterhalten. Und dir nach einem verlorenen Spiel mal so richtig die Meinung zu geigen. Also ja, schon. Okay, alles klar. Also ich freue mich da jetzt schon wieder drauf. Das wird schön, so rum oder so rum. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, irgendwann wird es wieder losgehen. Ich danke dir für, jetzt ist doch wieder über eine halbe Stunde geworden, aber es war sauspannend und meinungsstark und ehrlich, finde ich super. Bleib so, ja, und hoffentlich auch in Bayreuth, wo es dann auch weitergeht nach dem Sommer, müssen wir aber ein Stück weit auch abwarten. Ich danke dir fürs Gespräch und danke dir, Dirk. Mach es gut und bleib gesund. Ja. Du auch. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.